Klar gibt es auch Panzer mit Reifen, aber wieso fahren die meisten auf Ketten? Hierzu gibt es mehrere Gründe. Einer wäre, dass Panzer zwar auch in Städten eingesetzt werden, größtenteils aber auf Felder und Wiesen operieren. Reifen würden hier gerade nach Regen sofort einsinken und stecken bleiben. Ketten hingegen haben den Vorteil, dass sie das Gewicht des Panzers optimal verteilen. Außerdem ist das Ganze auch eine Gewichtsfrage. So wiegt der Leopard 2 Panzer maximal 62 Tonnen, der Transportpanzer Fuchs bis zu 19 Tonnen. So wäre es schlichtweg absurd, einen Panzer mit 10 oder mehr Reifen auszustatten.